Es ist wieder soweit. Der Herbst bringt uns die IFA näher. In einer Woche sind wir da in Berlin. Ich persönlich am Sonntag, da erwarte ich euch natürlich alle. Und ich komme nicht alleine. Ich bringe mit... Ja, die kommt zwar auch, aber nicht mit mir. Mit dem würde ich gerne, aber... ja, auch keine schlechte... Ja, ihr werdet es nicht glauben, wen ich mitbringe. Das ist erstmal er hier. Aber noch viel besser, sie. Lorenzo und Uta sind mit mir im Dreiergespann am Sonntag. Und ihr kommt vorbei. Und es ist nicht nur so, dass wir Autogramme geben und eure Fragen beantworten und ein schönes Interview geben werden, sondern es gibt auch noch eine kleine Überraschung. Wenn das nicht Ansporn genug ist, vorbeizukommen, dann weiß ich es nicht. Ich freue mich auf euch. Eine neue Runde Action, Spaß, Spannung, interessante Informationen auf der ARD-Bühne der IFA. Ich hoffe, Sie haben soweit schon mal einen schönen Sonntag. Ich freue mich, in Ihre interessierten und gespannten Gesichter zu sehen. Vermutlich wissen Sie es, wir haben ein Programm ausliegen für Sie, was auf der Bühne passiert. Sie sehen das in regelmäßigen Abständen auch hinter mir auf der Video-Wall eingeblendet. Aber ich weiß, Sie wissen alle, was als nächstes kommt. Nichtsdestotrotz gönnen wir uns einen kleinen Ausblick aufs Thema. Applaus für Lorenzo Patané, Uta Kagel und Dieter Bach, bekannt als Christoph, Eva und Robert Saalfeld aus dem Sturm der Liebe. Nochmal herzlich willkommen. Es ist so schön, euch nochmal zu merken und dich überhaupt hier auf der Bühne zu begrüßen. Hallo, schau, wie nett wir es euch gemacht haben. Ist das gut? Hi, everybody. Sehr, sehr gut. Und genießt mal ganz, ganz kurz. Ja gut, hier vorne ist jetzt sehr viel Dieter-Action, das tut mir gerade leid. Nein, direkt dahinter stehen Sie mit den 20 Ostern für dich. Alles gut. Die Telenovela Sturm der Liebe, ich darf ein bisschen zusammenfassen, vielleicht sind Sie nicht alle so gut im Thema wie die ersten Reihen hier, wird seit 2005 in der ARD ausgestrahlt und umfasst inzwischen rund 14 Staffeln. Glückwunsch dazu an euer ganzes Team. Alles dreht sich rund um das Fünf-Sterne-Hotel Fürstenhof, die Familie Saalfeld und natürlich um die Liebe und die Hindernisse. Ihr drei gehört zu den Hauptcharakteren der Sendung. Uta spielt Eva Saalfeld, ist die zweite große Liebe von Robert Saalfeld, den du, Lorenzo, spielst. Und ihr beide seid in der Serie verheiratet, wart eine Zeit lang nicht mehr zu sehen. Eure Rollen sind mit Roberts Tochter Valentina nach Verona gezogen. Jetzt seid ihr wieder zurück und wieder fester Bestandteil der Serie. Wie war denn das Wiedersehen vor der Kamera? Also erstens mal ein Kompliment, nicht mal ich würde das so kompakt wiedergeben können. Das ist sensationell. Du, wenn du Fragen dazu hast, ruf mich dann einfach an, direkt hier. Nochmal dran. Möchtest du? Nein, du. Nein, du. Ladies first. Oh Mann. Okay. Also, es war wie nach Hause kommen. Es ist, dieses Team ist einfach ein ganz tolles und da haben sich auch vor 8 Jahren schon Freundschaften aufgetan, an die man dann tatsächlich auch erstaunlicherweise nahtlos wieder anknüpfen konnte. Und ich finde es immer ganz seltsam, weil man so Lebensphasen lebt und dann manchmal auf Vergangenes zurückschaut und denkt, das habe ich mal gemacht. Also weil wir ja tatsächlich beide auch völlig unterschiedliche, ganz andere Dinge getan haben. Und erstaunlicherweise war dieses Zurückkommen, als wäre es gestern gewesen, rausgegangen zu sein. Also es war... ja, so vertraut und so herzlich und das liegt natürlich auch
ganz stark an all den Fans, die uns mit so viel Liebe empfangen haben. Das wollte ich gerade sagen, es ist über das Team hinaus. Ihr seid rundherum einfach sehr eingebettet, lieb gehabt und wieder aufgenommen worden. So viel Liebe. Fall. Wie haben sich eure Rollen verändert? Da muss ja was passiert sein in der Pause. Einige von uns sind schlauer geworden, dicker geworden, mit weniger Haaren geworden. Grauer, silberner geworden. Ja, wir sind ich meine, das große Glück oder unser großes Glück war tatsächlich, dass Valentina plötzlich 16 war. Und das macht nochmal ganz neue Möglichkeiten auf. Also, dass man dann tatsächlich auch wirklich so ein Elternpaar spielen darf, was mit einer Pubertärin interagiert. Macht unglaublich viel Spaß und war natürlich auch insofern eine Herausforderung an uns, weil wir ein Stück weit auch viel erwachsener sein mussten plötzlich, durften. Und man wurde sozusagen durch die Rolle und durch die Konstellation, die jetzt großartig ist, weil wir jetzt so drei Generationen irgendwie repräsentieren, wurde man fast gezwungen, ein bisschen mehr Reife, ein bisschen mehr Konzept, ein bisschen mehr Planung auch bei der Rollenerarbeitung und dann auch später beim Spielen zu haben und wie wir in die ganze Sache rangehen, weil man konnte sich nicht mehr den Luxus erlauben, irgendwie so in den Tag hineinzuspielen und zu leben, auch als Rolle. Es wird dann ja irgendwie alles gut, sondern man hat dann jetzt plötzlich jemanden, auf den man ja auch irgendwie aufpassen muss und der auf dich hoch. Genau. Über die Rolle erwachsener geworden, so ein bisschen? Okay. Nein. Doch. Ja und nein. Okay, das ist die bestmögliche Antwort darauf. Dieter. Ja. Schön. Du spielst Christoph Saalfeld, den klassischen Antagonisten, der ja mit Intrigen und Egoismus im Sturm der Liebe eher so auffällt. Welche Eigenschaften machen diesen Christoph Saalfeld denn trotzdem sympathisch und zeigen seine menschliche Seite? Da gibt es doch bestimmt welche, die du spielerisch da auch auf jeden Fall in die Waagschale werfen willst. Und ich hoffe, das gelingt mir auch. Ich mag besonders an ihm, dass er so ein Familienmensch ist. Das führt natürlich auch dazu, dass er für seine Familie, für seine wahre Familie und für die geliebte Frau in seinem Leben durchs Feuer geht. Das hat aber auch eben den Vorteil, dass es ihn manchmal sehr weich macht. Im Gegensatz zu den vielen auch bösen Dingen, die ich da als Christoph Saalfeld treibe, ist das so ein Softspot, der ihn auch mir ein bisschen näher bringt, diese Rolle. Und das macht auch sehr viel Spaß, zwischen diesen beiden Polen hin und her zu swingen. Wollte ich doch sagen, das ist für einen Schauspieler doch genau das, was man eigentlich haben will. So eine Rolle, die mehrdimensional ist und wo man ein bisschen mehr zeigen kann. Und als Schauspieler sucht man, giert man nach solchen Rollen. Aber ich muss auch sagen, selbst die positiven Rollen versuchen ja auch immer einen Punkt zu finden, wo sie straucheln, wo sie schwach werden, wo sie eben nicht nur so gut sind. Und ich denke, das macht auch den Sturm der Liebe aus, dass wir alle eigentlich Rollen versuchen zu kreieren oder Figuren zu kreieren, die diese Tiefe haben. Eben Gut und Böse gibt es nicht so ganz klar, aber natürlich bin ich der Antipode sozusagen. Das macht mir schon sehr, sehr viel Spaß, weil im Privaten darf ich das nicht immer so ausleben. Man merkt es kaum, wie viel Spaß ihm das macht, oder? Die Welt von Telenovelas ist, das ist so witzig, dass du gerade gesagt hast, man giert so danach, weil gerade diese Geschichten, die ihr erzählt, die sind ja auch voll von Gier und Leidenschaft vor Intrigen und Dramatik und aber auch so ungewöhnlichen Wendungen. Manchmal noch viel verrückter, als es das Leben so sein kann in Wahrheit. Und viele Zuschauer sind davon natürlich extrem begeistert, fiebern ganz, ganz regelmäßig vor dem Fernseher und auch hier vor der Bühne mit. Bezeichnet ihr euch als wahre Fans dieses Formats oder wie steht ihr so zu dieser ganzen Welt der Liebe? Seid ihr im Sturm der Liebe gefangen? Ist das so ein mehr als ein Beruf? Fühlt ihr euch so als Teil von dieser ganzen großen Geschichte und alle Fans und alles gehört dazu? Also erstmal muss ich sagen, ich gucke das tatsächlich täglich. Wenn nicht live natürlich, weil da arbeite ich, aber auf YouTube oder in der Mediathek. Und ich finde das einfach ein ganz, ganz herrliches Format. Natürlich weiß ich ja, was passiert, deswegen entspannt es mich noch viel mehr, weil ich kann mir das einfach angucken, was passiert. Ich bin Fan davon geworden, tatsächlich. Ich glaube auch, das, was die Bindung noch viel stärker macht, dass wir ja so sehr involviert sind, dass wir wahrnehmen, was hinter den Kulissen alles passiert, was da geschaffen wird, was jeder Einzelne hinter der Kamera auch dazu beiträgt und irgendwie dieses ganze Sturm der Liebe Projektformat auch als Gemeinschaftsding zu sehen, in das ganz viel Liebe hineingesteckt wird, ganz viel Energie. Definitiv. Das macht auch stolz dabei sein zu dürfen. Ja. Und ich finde es persönlich sehr schön, dass wir in einer Zeit leben, die möglicherweise nicht so einfach ist oder die auch beherrscht wird von Fakten, dass man da Märchen auch erzählen kann, Liebe, Leidenschaften,
Sehnsüchte. Das ist was ganz Wunderbares und das darf auch nicht aufhören. Also nee. Es ist so ein bisschen wie das normale Leben unter so einem Brennglas. Manche Situationen sind schon ein bisschen kompliziert. Ja, vielleicht nimmt man das im normalen Leben gar nicht so wahr, dass auch das normale Leben voll ist von Leidenschaften und Tragödien, aber eben auch Komödien. Wir haben da natürlich den Fokus drauf. Absolut. Ich meine, ich bin Fan von allen meinen Rollen und allen meinen Arbeiten. Ich werde sofort Fan, weil man verteidigt seine Rolle und die Figur und das Leben und das Environment, die Natur, in der man da eingebettet ist. Aber ich glaube, was den Sturm so besonders macht, ist, dass es ein enormes, hohes Arbeitspensum darstellt. Und man mit den Leuten, wenn man so viel zusammenarbeitet, auf so engen Raum und über so lange Zeit, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man liebt sich oder man schießt sich den ganzen Tag ab. Und wenn man sich dann anfängt, so zu lieben wie wir, also auch als Team, als Schauspieler, wirklich als Gruppe, dann wird man natürlich auch Fan davon. Und also ich bin vor allem Fan unserer Fans. Sie sind nämlich einmalig, ehrlich gesagt. Überrascht mich jetzt nicht, dass hier sehr großer Zuspruch ist. Aber genau darum ging es mir, das rauszustellen, dass das wahrscheinlich auch bei den Fans total ankommt. Dass es so ist, ihr mögt die Rolle, ihr mögt das Konzept der Serie, ihr seid auch hinter der Kamera ein super Team. Offensichtlich versteht ihr euch auch jenseits davon gut. Und das alles ist wahrscheinlich das, was die Magie so ein bisschen ausmacht. Wenn man jetzt so Kritiker fragt, dann wird Telenovelas nicht euch im Besonderen, sondern ganz allgemein häufig vorgeworfen, dass die Rollenverteilung so ein bisschen klischee-mäßig ist. Es ist gerne der starke Mann und der ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist die Frau dann so ein bisschen schwach und schutzbedürftig. Wie stellt ihr euch zu solchen Vorwürfen? Könnt ihr verstehen, dass Menschen das so sehen oder sagt ihr, die gucken das einfach nicht genau? Was vorher Uta schon angedeutet hat, ich glaube, das geht schon in die Richtung. Wenn wir uns einen Disney-Film angucken, dann sehen wir genau dieselben Archetypen auch und dieselben Primärfunktionen, die da jeder zu erfüllen hat. Und wir tun ja nichts anderes, nur halt auf Deutsch. Also wir erzählen ein Märchen. Und in diesen Märchen, die anders sind als die Realität, wo eben teilweise die Rollen komplett umgedreht sind und gar nicht so läuft, wie wir das zeigen. Und ich glaube, das wollen die Leute aber gar nicht sehen. Die wollen ja keine Doku sehen, sondern sie wollen ein Märchen sehen. Sie wollen entführt werden in eine Welt, die etwas anders strukturiert ist. So ein bisschen vergleichbar mit der italienischen Commedia dell'arte. Ja, ein bisschen, ja. Es gibt so ganz klare Rollen. Ja. Ich meinerseits denke, aber auf der anderen Seite auch, dass es vielleicht auch an der Zeit ist, Frauenfiguren ein bisschen stärker werden zu lassen. Aber insgesamt jetzt tatsächlich, also nicht nur in Bezug auf Telenovela-Formate, sondern insgesamt im deutschen Fernsehen. So, aber auch das ist eine Chance und auch die haben wir teilweise den Freiraum, ganz viel von uns selbst reinzugeben. Also insofern, glaube ich, wird das wohl oder übel irgendwann auch passieren. Mhm. Und zum Thema schwache Frau kann man ja nur sagen, weder Frau Stahl noch Xenia Saalfeld sind schwache Frauen. Ja, also ich glaube, da haben wir wirklich, sind wir fast Vorreiter und bei uns ist der Frauenanteil im Gegensatz zu vielen anderen Produktionen mehr oder weniger ausgeglichen, wenn nicht sogar überhängig und das finde ich persönlich ganz, ganz toll bei uns. Das liebe die Frau! Und es liegen natürlich eure Fans. Was würdet ihr sagen, wie passt sich Sturm der Liebe gesellschaftlichen Veränderungen an? Seid ihr ganz schnell im Umsetzen? Habt ihr das Gefühl, alles was passiert, wird auch Teil der Serie oder wird da ein bisschen ausgewählt? Wie schätzt ihr das so ein? Wie seht ihr das? Ich glaube, es gibt eine natürliche Filteranlage. Die Sachen, also die interessant sind, die wir nehmen können, die tatsächlich aktuell sind, die zu gebrauchen sind, die auch in dieses Format, in diese Welt hineinpassen, die werden adaptiert. Und die anderen Sachen werden ausgelassen, weil am Ende ist es Entertainment. Die Leute wollen unterhalten werden. Von daher. Ja, auch nicht, ausgerissen ja, werden absolut. Aus diesem Alltag. Nicht alles, was da draußen jeden Tag passiert, ist interessant. Man wird sonst auch so ein bisschen ein Fähnchen. Wenn man auf alles eingeht, ja, dann ist man auf einmal nur noch so ein Berichterstatter statt ein Kreator, also ein Ideengeber und tatsächlich irgendetwas Neues zu ideieren. Naja, und um es nochmal zu betonen, die Geschichten werden ja wie weit im Voraus geplottet. Also es ist gar nicht möglich, tatsächlich auch tagesaktuell zu bleiben. Ja. Gut, dann haben wir eine abschließende Frage. Ihr dürft kurz nachdenken. Ich hätte so gern gewusst, was ist euer persönlicher bisheriger Lieblingsmoment von eurer Rolle in der Serie? Ich weiß, das ist eine schwierige Frage, aber wer zuerst eine Antwort weiß, tut den anderen beiden bestimmt einen Gefallen. Ich weiß es tatsächlich. Gut. Also mein persönlicher Lieblingsmoment ist wirklich die Hochzeit mit Alicia gewesen. Das habe ich sehr, sehr genossen und das war wirklich ein ganz, ganz großer und schöner Moment, den es zu spielen galt und den ich ein Stückchen weit mit durchlebt habe und das ist schön. Herrlich, ist euch was eingefallen? Ja, absolut. So viele Momente so schwierig auszuwählen, ja, oder? Aber tatsächlich einer, der mich wirklich überrascht hat, also
unser Magic Moment fand statt, als sie sich, da hat sie so einen Flug da, hat sich in einem Baum verirrt, wir haben eine Treppe aufgestellt, sie hatte versucht, diesen Drachen da aus den Zweigen herauszureißen und fiel dann rückwärts sozusagen in meine Arme. Und vielleicht wissen die Leute nicht, dass sie sich wirklich von einer 3 Meter hohen Leiter nach hinten hat stürzen lassen. Und das war echt so ein, das war ein echter Magic Moment, weil ich war so überrascht über das Vertrauen, das sie mir gegeben hat. Ja. Hatte keine Wahl. Das war, sie hatte keine Wahl. Ja, das war sensationell. Sie hat sich komplett verlassen. Guck mal, was für ein Vertrauensverhältnis. Die Regie sagt, Uta, lass dich doch einfach mal hinten runterfallen, dann machen ja, wir das. Ja, sie hat es einfach gemacht. Ich glaube, das habe ich schon gespürt und sonst hätten wir auch nicht zusammengearbeitet. Stimmt, ja. Beim Casting schon, dass da auch dein persönlicher Lieblingsmoment oder hättest du noch das einen ist anderen? Tatsächlich auch das, was mir im ersten Moment eingefallen ist. Aber es gab auch schon eine Szene, wo ich vor 8 Jahren meinem Esel etwas vorsingen durfte und das werde ich auch nicht so schnell vergessen. Also der lebt auch noch, der Esel. Tolle Momente aus den 14 Staffeln, meine liebe Güte. Ja, es gibt noch so viel zu bereden. Leider haben wir so ein toughes Bühnenprogramm. Ja. Seid ihr noch zu haben für Autogramme? Ja, oder? So, also, es hat sich gelohnt, für die Fans vom Sturm anzureisen und ich sage lieben Dank an Uta Pagel. Danke euch. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank. So, dann nehmt die Mikros mit nach hinten. Danke euch. So. Bis gleich. Vielen Dank. Es war zauberhaft. So, und alle Frennen sofort los. Jetzt wird sich aber angestellt am Autogrammstand. Hier. Jetzt hier. Wir. Eva. Eva hier. Voll aufgeregt. Und wir freuen uns auf euch. Ihr seid gleich da. Und auf dem Bambus. Ihr solltet wirklich dabei sein. Denn dieser Bambus hier. Es wird lustig. Unverzweifelt. Ja. Mit ohne Bambus. Wir haben jede Menge Autogrammkarten dabei. Es wird ein sehr lustiges Spiel geben. Ja. Wir haben eigentlich schon alles angekündigt. Er hat auch seine Kevlar-Weste an, wie man sieht. Und er hat abgenommen. Wie man nicht sieht. Also, bis gleich. Begrüßen Sie Uta Kagel. Ich sag's trotzdem dazu, bekannt natürlich als Eva Saalfeld aus dem Sturm der Liebe. Uta! Wir gehen mal schön nach vorne, damit die Menschen sich auch sehen. Ich darf mal so viel verraten, in Clubs ist der beruflich sowieso voll viel unterwegs, aber das ist eine andere Geschichte. Schließen Sie sich in die Arme, ich reiche dann noch das Radiogerät an. Das war Applaus. Hallo, wie schön dich zu sehen. Hast du das hinten verfolgt? Wünschen. Applaus für unsere Gewinnerin. Dankeschön natürlich auch an Dieter fürs Mitmachen. Herzlichen Willkommensapplaus für Lorenzo Patané, Uta Kagel und Dieter Bach, bekannt als Christoph, Eva und Robert Saalfeld aus dem Sturm der Liebe. Sprechen wir noch über das Thema Doping oder hast du auch irgendwie Anreize?